Hallo und willkommen, meine Lieben. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei. Ich war ja dabei mit Österreich, Deutschland, Ungarn, Ding. Tada. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin ein wenig leiser, weil. Wo war das eigentlich da? Dings. Audio. Besser, besser für mich. Okay, wir haben das Jahr 1932. Im Großen und Ganzen sind wir die absolut größten Produzenten von allem. Wir haben ein paar Kolonien, aber nur so viel, wie halt notwendig war, damit wir unsere Luxusgüter halbwegs haben. Das Problem ist, wir haben in Wirklichkeit noch immer zu wenig Luxusgüter. Wir haben mittlerweile unseren Markt expanded auf überall hin. Da, Kanada und Mexiko sind unser Markt. Brasilien ist in unserem Markt, Kolumbien ist in unserem Markt, Ostafrika im Großen und Ganzen ist in unserem Markt, Persien ist in unserem Markt, Skandinavien ist in unserem Markt, ganz Deutschland quasi, bis auf ein oder zwei kleine Ausnahmen, und Norditalien ist ebenfalls in unserem Markt. Großartig, all das, oder? Da, Australien ist auch in unserem Markt, teilweise. Und Indonesien teilweise. Das hat geholfen, dass wir so Sachen wie Gummi halbwegs ausreichend bei uns im Markt haben, obwohl wir noch immer zu wenig davon haben. So, seht ihr, ich habe schon wieder zu wenig Infrastruktur, bist du irre? Ja, wie schon gesagt, ich bin da jetzt erst gerade reingegangen. Wir bauen da einfach Railways dazu und da bauen wir. Ah, da bauen wir schon Railways, passt. Bauen wir ein bisschen aus. Wir auch 5 dazu. Schon aus. Da bauen wir noch nicht aus. Uff, 64%, na, noch sehr aus. 72%. Auch 5 dazu. 97%. War schon aus, sehe ich gerade. War ich jetzt schneller mit Klicken als sehen. Bauen wir auch schon ein wenig aus. Hannover, 65% Zugang nur. Uff. Bauen wir 5 Port auch dazu. Die brauchen wir sowieso auch. Ja, 5. Ja, 80%. Okay, aber da bauen wir eh schon aus. Passt. Habe ich da schon gebaut jetzt? Oder gar nicht? Und hier habe ich auch schon gebaut, ja, passt. Ich schaue mal nach Afrika. Das schaut gut aus, hier der Zugang. Also vielleicht sollte ich mich stellen. Wie soll ich auf 25 Minuten bleiben, wenn ich meine Uhr nicht stelle? Das schaut gut aus. Zugang betrifft, da darf übrigens was.
Hier sind ein paar Ports noch und noch eine Railway dazu und dann passt das. Alles gut. Alles gut. So, Backtyp. Die Uhr. Machen wir 20 Minuten, oder? Jop. Okay. Dann nehme ich gleich auf. Wir haben hier Diplomaten in Ozeania, Australian Uprising gegen Uluru. Ah. Uluru gesagt, wir würden sie unterstützen, wenn sie mir was zahlen. Würde ich machen. Ich würde nämlich Uluru ganz gerne in meinem Dings haben, in meiner Einflusssphäre noch. Ja, wie schon gesagt, es wäre mir recht, wenn ich bei meinem Verbündeten. Oh nein, ich will nicht den Markt. Ich würde ganz gerne. Meinem Verbündeten zumindest Infrastruktur bauen könnte. Weil es ist echt mühsam. Also dadurch, dass die da keine Ports haben. Oh, plus 20 Ports. Gerade. Naja, habe ich Ports, das ist gut. Ja. Machen wir mal Dings. In Wirklichkeit kann man das eh laufen lassen. Währenddessen, wir haben da 300 Sachen in der Pipeline. In Wirklichkeit muss sie weg. Wir haben so viel Geld, das ist unfassbar. Wir könnten rein theoretisch noch mehr Construction Yards vorne hinbauen, aber in Wirklichkeit, wir produzieren so schnell und unser BIP ist im Vergleich zu allen anderen so stark gewachsen, dass das beinahe wurscht ist. Also das Grün von Österreich und Venedig und Schlesien und Böhmen. Und der Slowakei ist so stark im Vergleich zu allem, was Frankreich, die zweitstärkste Industriemacht hat. Ach so, Frankreich ist gar nicht mehr zweitstärkste. United States. Ah ja, Frankreich hat ja einige Schläge abgekriegt. Wobei, nein, das sind die zweitstärkste, drittstärkste. Riesig. Frankreich stagniert jetzt schon seit einer Weile. United States, die mögen wir nicht. Ja, Großbritannien ist eine große Enttäuschung. Für das, dass das Spiel ganz auf sie abgestimmt ist, ist es ziemlich irritierend, wie modig die sind. Kaiser Sizilien, British Raj. Ja, großartig Achso. Proposal of Defensive Pact. Ja, wieso nicht? Wir haben sie. Wir haben unsere Solo ist. Können wir euch vielleicht in die Kaufunion reinholen? Und ein Trade Agreement. Start Rolling. Schauen wir mal, ob wir euch einen Protektorat machen können. Minus 56 ist eigentlich ganz gut. Mit einer Obligation können wir euch auf jeden Fall in die Customs Union holen. Da. Und wenn ihr in der Customs Union seid, so ist außerdem immer noch relativ stark. Rechts zu den anderen da. Yep. So, schauen wir mal, was ist mit du? Möchtest
Vielleicht einmal Customs nominieren werden. Wieso kann ich das nicht anbieten? Ah, wir sind nicht cordial. Na, dann machen wir. Improve Relations. Schauen wir, ob wir die auch noch in unseren Markt kriegen. Die Philippinen haben wir ja irgendwann einmal aus dem Joch der Spanier befreit. Trotzdem sind die Wari uns gegen Wari. Ich weiß nicht, ob man das ausspricht. Befreit. Schauen wir mal, Märkte. So, eigener Markt. Vielleicht sollten wir versuchen, die Osmanen in unseren Markt. Ja, eine Großmacht. Rein theoretisch könnten wir die. Oh, die sind nicht einmal mehr eine mittlere Macht. Oder? Da. 24. So lächerlich. Na gut, schauen wir mal. Ach so, nein, ich glaube, die haben so eine miese. Nein, doch nicht. Minus 10. Nicht so schlecht. Machen wir mal gut. Good relations mit all. Will ein Trade Agreement machen. Und Cooperate jetzt ja auch. Machen wir ein Trade Agreement. Geht auch viel einfacher. Oh, minus 46. Vielleicht sollte man Rolling auch noch zusätzlich machen. Wir haben so viel Geld, das ist eh wurscht. In Wirklichkeit. Geht es dann schneller, wenn ich beides mache? Ich hoffe es. Muss jetzt anschauen, ob das schneller geht. Ah, wir sind so langsam. Ich brauche einen neuen Computer. Also ich habe jetzt ein. Wieso brauchst du so lange für jeden Tag? Ja, es ist schneller. Ja, beides machen. Ist schneller als Siam. Ich weiß nur gerade, ob es schneller als die beiden geht. Holen wir die gerade oder nicht? Was denn hier? Schaut fast so aus, oder? Jo. Cherokee haben auch einen eigenen Markt. Schau dir was an.
Wir haben die da oben auch überholt, sehe ich gerade. So, was haben wir noch an Journals da? Path to Socialism und Path to Liberalism. Okay, beides bleibt offen. Wir wollen möglichst konservativ bleiben. So konservativ als möglich. Wir wehren uns gegen alles, was dazu führt, dass wir weniger konservativ sind. Das scheint jetzt auch ziemlich friedlich zu sein. Keine Diplomatic Place oder ähnliches. Wir brauchen gar nicht auf Pause drücken, weil durch das, dass mein Computer so langsam läuft. Hey, Obligation from Sulu, das ist cool. Also das nutzen wir doch klar. Geht. Werde Teil der großen. Ja, was ist das? Fang und Fang Proletarian Revolt. Okay, wo ist Fang? Okay, die können wir gern haben. Dinge, an denen ich nie interessiert bin. Yay, Customs Union accepted. Und wieder ein produktives Mitglied in unserem Markt. So, na dann. Schauen wir mal, was sagst du? Protektorat, geht sich das aus? Ja, 46, wir brauchen noch einen. Noch einen. Eine Obligation von dir. Wäre nett, wenn du mir das jetzt bald geben würdest. Mal schauen wir mal, ob wir Obligations haben, die wir übersehen haben. 5 Obligations. Kanak, Greece, Venezuela, Formosa und South Africa. Gucken wir mal, Venezuela. Was können wir bei euch machen? Form Alliance. Wieso genau kann ich von denen nicht verlangen, dass sie in meinen Dings kommen, in meinen Markt kommen? Ich nehme mal. Woran liegt das? Es wird mir nicht mal angezeigt, die Möglichkeit. Wahrscheinlich sind sie im russischen Markt und das vor kurzem dort eingetreten. Okay. Gott. Was haben wir noch? Südafrika noch gehabt. Was mit euch? Minus 51, echt jetzt? Muss ich das für ein Trade Agreement ausgeben? Machen wir mal ein Trade Agreement mit ihnen. Nach dem Trade Agreement. Wenn wir noch eine kriegen, ist die Customs Union sicher einfacher, hoffe ich. So, was haben wir noch gehabt? Kanak, aber ich glaube, die sind bereits in meinen Unions. Ja, die sind bereits in der Customs Union. Die könnte ich noch zum Protektorat machen. Was geht hier aus? Heavy Cavalry plus 50, ja. Oh, tick. Das war gleich noch eine. 56 nur noch. Okay, was haben wir noch?
Stark müsste ich jetzt eh auch gleich eine kriegen. Formosa. Okay. So, schauen. Jetzt müsste die eigentlich eine Obligation haben, genau. Und nochmal eine Obligation. So, dann haben wir gesagt Formosa. Ist auch schon in meinem Markt, oder? Ihr seid sogar schon nicht nur in meinem Markt, sondern ihr seid sogar schon ein Protektorat von mir. Finde ich gut. Mit euch kann ich nichts mehr machen. Griechenland. Ich glaube, ihr seid zwar auch schon ein Protektorat von mir, oder? Kann das sein? Ihr habt auch schon plus 100. Gut, das heißt, für euch nichts mehr. Was habe ich für Kanaken eigentlich keine Obligation mehr gekriegt? Okay. Was ist denn das? Oh, was ist hier? Oh, warte mal, da habe ich sogar Interesse daran. Habe ich nicht mit euch sogar eine... So, ich habe ich doch schon irgendwas, oder? Nein, habe ich nicht. Ah, kann das sein? Ja, genau, ich auch. Du kriegst Geld und du kriegst Geld. We lean towards this. Ich fürchte, wir werden uns nichts geben dafür, dass wir das machen. Okay. Was auch immer meine Tochter mir gerade zu sagen pflegt. In Zeichensprache. Oh. Die Australier haben gewonnen gegen Uluru. Das kommt davon, weil ihr euch nicht mit mir verbünden wolltet, Uluru. Nächsten Spiel. Immerhin haben die da den Süden von Australien kolonialisiert. Das heißt, wenn man es als Mensch spielt, müsste es doch irgendwie noch besser gehen. Papua Neuguinea zumindest kolonialisieren können. Nicht. Keiner noch kolonialisiert hat bis jetzt. Ich meine, wir haben 1932. Der Computer ist schon ziemlich unfähig. So. Dir. Haben wir auch Geld. Dich wollen wir auch in unseren Markt holen. Wir brauchen Gummi und alle Sachen, die ihr an Bord, egal was ihr an Bord, Hauptsache irgendwelche Tee und ähnliches Zeug.
Jum. Brauchen wir alles in rohen Mengen. Good vintage. The wine produced in Central Hungary has been lauded by sommeliers as outstanding. Make this an exclusive product for export. 5% Prestige. Ich meine, wir brauchen nicht mehr wirklich viel Prestige. Weiß aber nicht, ob wir viel brauchen. Gut, machen wir es mal. Ich meine, wir hätten natürlich noch mehr Prestige nehmen können, aber ich meine, wir sind jetzt schon. Wir haben jetzt schon fast 10-mal so viel Prestige wie der nachfolgende. 8-mal so viel. Prestige, weil das ein Tier ist. Zweiter. Unfassbar. Da haben wir alles getan, um sie zu blocken, Italien zu gründen. Italien haben sie eh nicht gegründet, also so gesehen. So, wie sieht es eigentlich mit meiner Infamy aus? In Wirklichkeit könnten wir uns viel, viel mehr Infamy erlauben. So, diese Staaten hier wollte ich mir noch anschauen. Wer von denen? Oh Gott, das Spiel ist abgestürzt. Na dann. Was ist das? Ein Aufstand in Indochina, finde ich gut. So, Defensive Pact, Customs Union. Schau mal, kann ich dich zum Protektorat machen? Rein theoretisch, ja. Bankrolling. Du bist ein Protektorat, passt. Bist noch kein Protektorat. Auch noch nicht in der Customs Union, aber fast. Mhm. So, und dann haben wir noch Sachsen-Coburg-Gotha. Du bist in der Customs Union. Das Protektorat ist weit weg. Ja, puh. Weiß nicht. Zeit, was die zu erobern. Mehr zu sagen. Ja, was. Oder? Muss jetzt nie Sedan. Ah, Indochina. Malaysia. Ja, das ist mir in Wirklichkeit egal. Da machen wir auch die Kerne. Weil im Endeffekt eh wurscht. Immerhin haben wir schon den Jahr 1933 geschafft. Und viel passieren tut nicht mehr. Passieren tut nicht mehr. Oh, Frankfurt. Frankfurt, da haben wir ja gesagt, wir können
ein Protektorat machen. 5,5 Infamy, das heißt, wir sind dann wieder über dem Infamy Cap. Das heißt, wir verlieren wieder einen Haufen von den Dingern. Aber was soll? Frankfurt ist dann Teil unserer. Ja. Except. Und Sachsen-Meiningen ebenfalls. So, was ist mit euch? Schreib Bremen! Du gehörst, glaube ich, zu irgendeinem fremden Markt, nicht meinem, gell? Ist ein Protektorat von Skandinavien? Echt jetzt? Du bist mein Protektorat. Hamburg ist die gute Stadt. The trade unions have started to damage our mutual relationship. Okay, bitte. Ich wollte euch auch in unsere Trade Union reinholen. Naja, Customs Union reinholen. Ah ja, seht ihr? Minus 550. Machen wir sehr gut. Machen wir sehr, sehr gut. Mhm. Okay, meine liebe Freunde, meine Freunde. Wow. Ihr hört, ich bin müde. Wir machen Schluss für heute. Es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss euch.